Wir trotzen der Dunkelheit. Und nichts kann uns aufhalten. Ich hasse versteckte Truhe, wo du nicht weißt, wie du sie öffnen kannst. Langsam lerne ich ein paar Moves. Eine Ruine. Schon, ja. Aber wenn ein Zwerg sie erbaut hat, war sie zu seiner Zeit beeindruckend. Angeketteten Drachen in Midgard erzählt. Dieser Schrein ist Teil davon. Auf dem Sockel waren drei Runen. Finden wir die anderen zwei und befreien. Das ist nicht unsere Sorge. Ich weiß, aber es ist das, was Mutter gewollt hätte. Und es kommt mir richtig vor. Hüte deine Gefühle, Junge. Deine Gegner werden nicht zögern, sie gegen dich zu verwenden. Ja, Vater. Hier, Junge. Ja, Vater. Sei bereit. Der Zwergenkönig hat seine Untertanen Drachen in Monster jagen lassen? Seltsamer König, oder? Sagt?
Mit dem möchte ich nicht tauschen. Das war gut, oder? Sei konzentrierter. Die Kämpfe werden schwerer. Habe ich so das Gefühl. Es werden immer kniffligere Sachen. Vater, das solltest du dir ansehen. Man kann ihn mit dem Hebel dort befreien. Er wird angreifen. Ich weiß, aber es fühlt sich so falsch an, etwas so einzusperren. Wieder deine Gefühle, Junge. Ignoriere es. Und mach dich bereit. Geht klar. Soll ich mal denn ehrlich rauslassen? Also ich bin ja nicht dafür, wenn er da rauszulassen. Das wird bestimmt sau schwer. Wow. Ein paar neue Moves. Das krieg ich doch angezeigt. Starke Zacke. Bin so weit. Pass auf, Vater! Hast geschafft, nur noch zwei. Feuer tötet mich. Ich bin zu weit weg. Okay, es hat geklappt. Bam, 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 bam. Nimm man doch mit.
Alle Enden von Gras gedrückt hat. Wir können jetzt den Gong schlagen, alles klar. Was? Wertvolle Truhe. Was ist das? Das ist cooler mit der Axtwerfer, oder? Ich, ja, denke schon. Wir müssen uns da langsam ähnlichen. Frische Luft tut gut. Wir haben erst eine Runde. Erst eine Rune. Ach, schaut mal, hier ist die zweite. Ich bin rausgerollt. Ach, das ist doch eine Mische. Aus dem Blitz und dann. Hopp, lad nicht so lang. Lol. Frische Luft tut gut. Wenn es der Wunsch deiner Mutter war. Ja! Du bist zu übereifrig, Junge. Er könnte uns angreifen und dann müssen wir ihn töten. Oh, das stimmt. Ich bin bereit. Wir werden sehen.
Ist das das letzte Siegel? Nö. Wo ist das letzte Siegel? Ich habe irgendwo das Siegel über sie. Atreus, komm her. Ja, da haben wir ja gar nichts machen gelassen, dann haben wir Zucker. Ja, jetzt haben wir ja die Truhe doch noch gelöst und das nur, weil ich nochmal zurück bin. Das letzte Siegel muss ja irgendwie offensichtlich zu sehen sein. Ich glaube nicht, dass es gar nicht zu sehen ist oder so. Irgendwie muss es zu sehen sein und ich guck da jetzt einfach mal durch. Wenn nicht, cut ich das weg, wenn das zu lang dauert. Bei uns zum Beispiel kann ich da rennen, wenn da nichts ist. Wegen Heilung. Wir waren rechts rum. Wir waren da links rum, da hoch. Wow, was ist denn da? Also, was ist den Leuten passiert, die hier liegen? Folge den Hinweisen, Junge. Klar, klar, den Hinweisen. Oh! Also, LOL, war das vorhin da schon? All diese Leute Monster, ja. Die Leute sperrten sie in den Käfig. Und dann? Es fehlt mir ein Hinweis. Zurück in die Boot? Für uns. Aber achte weiter auf Drachen in Ketten. Vielleicht entdeckst du noch mehr über den Zwergenkönig. Ja.
Jetzt finden wir wohl heraus, ob Drachen dankbar sein können oder nicht. Na hopp! Bitte friss uns nicht! Bitte friss uns nicht! Junge, mach dich bereit! RIP! Das war's jetzt. Wieder zurück zum Boot. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir die Torstatue kaputt machen können jetzt. Drache ist ja glücklich. Also, da ist sie. Sie muss eine Schwachstelle haben. Irgendwo. Mit dem möchte ich nicht tauschen. Mit dem waren wir aber ganz schnell fertig, Junge. Oh, ne! Was bist denn du für einer? Mein neuer Move, was sagst du dazu, hä? Komm, gib mir da kleine Nächste! Ranz! Wie schmeckt er das, hä? Oh. Wow! Soll ich da noch einen Move zeigen? Komm, zeig da noch einen Move! Yum! Hat's geklingelt? Fang! Oh. Haha! Voll auf der Brustkorb! Bam! In dem Spiel darf schon der Dämon unkonzentriert sein. Nochmal. Ausgeschaltet. Oh, großer.
Okay. Netto frisch! Ich mach den nicht ohne jetzt brachial fertig. Brachial. So. Und jetzt dann der Auge mit Wut. Der hat was mit Wut gemacht. Mein neuer Move! Wum! Ja! Deines Vaters, was Gutes gefunden? Vielleicht. Vater, wir werden die Statue doch umstürzen, oder? Das Ding ist schwächer, macht aber Rune stärker. Das macht Rune stärker. Ich nehm's so. Statue ist bei mir aber nicht umgefallen. Wir machen dort mit bestimmter Gottheit sauer. Ganz bestimmt. Er wird stinksauer sein. Ich finde keine weitere Kette. Halt. Hier vielleicht? Ach, guck mal, da oben am Arm.
Trifft das nicht richtig? Ist das so weit weg oder was? So leicht fallen Götter nicht, Junge. Ich weiß, das war nur ein Witz. Noch macht man Witze über sie. Tut mir leid. Halt, noch mal vorne hin. Vielleicht ist jetzt vorne am Grab noch mehr erschienen. Nur kurz überprüfen. Was ist das da? Vater, warum machen die Götter uns so viele Probleme? Weil das ihre Natur ist. Aber mit so viel Macht sollte man doch meinen, dass wenigstens ein paar versuchen, das Leben besser zu machen. Und trotzdem verbreiten die Götter nur Elend. Das ist das Leben, Junge.